Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kommentare. Kommentiert. Wir nehmen uns tatsächlich eure Kommentare vor, die ihr in den letzten 30 Tagen roundabout unter unsere Videos geschrieben habt, in die wir meistens sowieso schon eingehen, und lesen die nochmal vor und gehen darauf nochmal näher ein. Wir kommentieren die. Kommentare kommentiert. Los geht's! Weichi! Es ist wieder Zeit, um die Kommentare zu kommentieren. Im Rahmen von Kommentare kommentiert. Ich sag das verdammt gerne. Kommentare kommentiert. Ihr wart wieder tatsächlich sehr fleißig und habt sehr viel unsere Videos gepostet im letzten Monat. Oder in diesem Monat, ne? Und ein paar von den Kommentaren wollen wir uns jetzt mal rauspicken und darauf nochmal näher eingehen. Der erste Kommentar ist tatsächlich zu dem Rupert Neve Design Shelford Channel Video. Da ist uns ein Fehler unterlaufen, hätte ich fast gesagt. Er kennt den Kommentar noch nicht. Burkhard Elsner schreibt: Hallo, danke für die Produktvorstellung des R&D 5035 Shelford Channel. Übrigens, das von dir ersehnte Mischpult auf dieser Shelford Basis gibt es bereits. Es handelt sich um das Rupert Neve Design 5088 Mischpult. Dort kannst du die Shelford-Module so konfigurieren, wie du es am liebsten hättest. Beste Grüße. Lieber Burkhard, da hast du vollkommen recht. Schande auf unser Haupt. Ich habe dann direkt auf der Website mal nachgeguckt. Das ist wirklich so. Man kann sich... Heißt das nicht Asche auf unser Haupt? Auch in Ordnung. Aber es geht tatsächlich. Du kannst dir dieses Rupert Neve Design Mischpult auch mit den Shelford-Modulen konfigurieren. Das gibt es. Aber es ist auch in diesem schönen Blau. Aber du kannst es nicht aus der Portokasse bezahlen. Nein. Ja. Aber wir haben ja in dem Video angekündigt, Vorbestellung wäre raus, wenn es das gibt, und wir würden alles verwenden. Reicht leider nicht aus. Deswegen haben wir uns entschieden, das nicht zu tun. Aber es wäre halt schon das Ding der Wahl, ne? Ja, also das, wenn man sich nochmal ein analoges Mischpult anschafft, weil es jetzt nicht so SSL-Style ist, also so analytisch, dann die Kiste. Weil eine alte SSL, finde da mal Ersatzteile für eine damalige Technik. Noch schlimmer bei einer alten Neve. Ne, da Ersatz zu finden. Habe ich diese alte SSL? Ich meinte den alten Neve. Bei SSL ist es teilweise auch schwierig, die Potis zu bekommen. Bei Neve ist es halt noch viel krasser. Das sind Leitplastik-Potis, die speziell für die SSL hergestellt wurden. Aber ich meinte den alten Neve. Neve, genau. Und wenn man jetzt die Gelegenheit hat, sich sowas neu konfigurieren, mit Garantie. Mit Garantie und mit einer Firma, die noch existiert, die noch Support leistet. Also, Burkhard, vielen Dank. Das war eine Erleuchtung, die mich auf jeden Fall dann erstmal anderthalb Stunden vom Rechner beschäftigt hat. Ist so. Der nächste Kommentar ist zu dem Video, ebenfalls dem Rupert Neve Shelford Channel Review Video von Soundwolf Rock. Er schreibt: Sehr gut gemacht, euer Kanal gefällt mir. Wie wäre es, wenn ihr mal den Rupert Neve gegen den Tegler VTR-C, den Universal Audio LR 610, den Brand Avril Channel und den Warm Audio Channel antreten lässt? Ui. Darauf habe ich auch schon geantwortet. Okay. Würden wir mega gerne machen, aber es ist extrem aufwendig, die Hersteller immer dazu zu bewegen, uns die Sachen alle zu einem gewissen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Es ist manchmal schon bei 2-3 Units eine Challenge. Und wenn es irgendwie um 3-4-5 Units geht, die miteinander verglichen werden sollen. Aber haben wir nicht irgendwo schon einen Vergleich zwischen Solo 610 und Shelford? Nee, haben wir noch nicht. Zumindest haben wir sowas. Aber wir haben Audio-Files tatsächlich. Ja, genau, wir haben was aufgenommen, wo man das mal. Ja, ging es ja um den Channel Strip, wo der LA2er quasi, also der LA610 drin ist von Universal. Okay, Audio, ne? Ja. Also wir haben die meisten von den Geräten halt nicht hier. Aber wie ich auch schrieb, wir schauen mal, was wir machen können. Wir basteln gerade auch noch, wir haben im Hinterkopf noch ein anderes Channel Strip Video. Ich würde nämlich gerne auch noch mal ein großes Channel Strip Video machen, weil es gibt da ja noch richtig, richtig uberteure Channel Strips. Ist auch nur Manley Vox. Vor allem, mir fehlt in der Riege auch das API, ne? Hat API einen Channel Strip? Nein. Dann muss man die 500er Module so konfigurieren, dass man hinkommt. Ja, ja, es geht ja. Es ist ja schon als Preamp, finde ich schon total spannend, halt mal den Shelford gegen den, wie heißt der mit C am Ende? 512C. 512C mal zu vergleichen als Preamp. Früher 312. Jetzt 512 wegen 500er. Also, Aber wie gesagt, die habe ich auch schon geantwortet. Wir schauen mal, was wir bekommen und was wir irgendwie vergleichen können auch. Ne? Sonst, Danke auf jeden Fall auch für den Kommentar. So,
Der nächste Kommentar kommt von Kevin. Der ging nämlich zu ebenfalls dem Rupert Neve Shefford Channel Video. Natürlich. Er schreibt: Servus, was haltet ihr von Clark-Technik? Mich würde vor allem der 76 EQ und der 2A interessieren. Wäre cool, wenn ihr mal testen würdet. Vor allem ist es mal was Erschwingliches, gerade für Neulinge im Hardware-Bereich. Habe gehört über den 76, dass dort die Meinungen ziemlich auseinandergehen und was das sogenannte Mojo angeht. Ob er es hat oder sogar flexibler ist, weil er es nicht hat. Es soll Leute geben, die diesem den Urei vorziehen. Kevin, auch danke für den Kommentar. Ja, da bewegen wir uns ja in einer ganz, ganz anderen Liga. Ne? Ja, das, mein Gedanke war so ein bisschen dazu. Also auf jeden Fall ein spannender Vergleich. Aber ich glaube, so nehmen wir einfach mal den 76er von Clark Technic. Der kostet 200 Euro. Mhm. Wenn man gute Übertrager in die Kiste reinbaut, kosten die auch schon alleine 200 Euro, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, klingen wie das Original, kann es vermutlich nicht, wer weiß, was die gemacht haben. Wir haben es noch selber nicht gehört. Leider noch nicht. Das wäre definitiv mal ein spannender Vergleich, wenn ich mal einen Kontakt finde zu Clark Technic, weil ich war auch schon auf der Seite von Clark Technic, die gehören ja zu Music Tribe Behringer und da findet man einfach partout keinen Ansprechpartner. Krass, so, okay. Ich habe da vielleicht einen Workaround gefunden, da muss ich aber mal schauen, ob das klappt. Wäre auf jeden Fall ein mega spannender Vergleich, weil du hast vollkommen recht, dass man mit so einem kleinen Preisbereich einfach auch mal ein bisschen was Hardware-mäßiges ausprobieren kann. Ich meine, klar, ist immer spannend, ne? Wenn man mal das obere Ende gegen das untere Ende vergleicht. Ja, ja, und generell auch, ne? So ein 76er von Clark, also preislich, das wird kein mega Schrott sein, das wird schon irgendwas machen, ne? Das wird schon vernünftiger. Ja, zumal die haben ja, die gehören ja auch zu Midas, ne? Und die bauen die Übertrager, das heißt, die bauen die in-house, ne? Also deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen Vorteile durch haben, dass das alles aus einer Hand kommt. Ja, also, ne, weil sonst hast du ja keine Skaleneffekte, nennt man das in der BWL. Ja, aber ja, absolut. Ja. Ne? Das, das wäre definitiv mal ein Ding. Auch für mich zu Hause so mal ein bisschen zum Rumspielen, wenn ich nicht mal gerade hier an der Konsole sitze. So mal so ein F76-Style oder so ein Pultec-Style-Ding draufpacken. Gute Idee. Ich bin dran. Wir checken das aus. Klar. Danke dir. So. Der nächste Kommentar kommt von Kai und zwar zu dem Video Analog versus Digital, Reverb versus Plugin und Hardware. Und der Kai schreibt, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Also er hat bei sich in der Produktion sowohl den Lexicon 84 als auch den Precasti M7 und alle Sachen von Slate Digital. Und er sagt, es gibt keinen Vergleich, quasi die Plugins simulieren, was die Geräte wirklich ausführen und die originalen Geräte gehen noch viel mehr in die Tiefe so. Das ist ja genau das, was ich immer sage. Die Plugins geben dir eine Idee davon. Ja. Aber es ist immer dieser Unterschied, ne, ob es so funktioniert wie. Ja, ja. Diese Tiefe, die halt in 480 gibt, wir müssen auch immer eins haben davon. Das reicht. So ein gewisses Mojo drin, das kriegst du mit den Plugins nicht hin. Ja. Ja, die Plugins klingen zwar ein bisschen so wie. Aber die machen nicht dieses, ja. Das Feeling. Das Feeling ist nicht diese Räumlichkeiten tiefer. Da gebe ich ihm komplett recht. Ne? Ja. Und dann, da wurde auch ein bisschen noch mehr zu kommentiert, unter anderem Soundwolf Rock, den wir eben schon hatten, hat dazu auch was geschrieben. Er schrieb: Hi Kai, kommt etwas spät, dass die Hardware besser ist als das Plugin, habe ich auch immer gedacht. Dann aber habe ich nach all den Vergleichstests eins gefunden: HD-Card von Reverb Foundry. Dieses Reverb-Plugin ist das Beste, das ich je gefunden habe. Nach Relab, Valhalla, Lexicon Native, Exponential Audio, Eventide Native, alles von Waves und sogar Liquid Sonics mit Valhalla noch eines der besseren. Immer fehlt im Mix die perfekte Verschmelzung oder Verwebung der Signale zu einem Ganzen. Aber wenn du das 480 und das 7 hast, was brauchst du dann Plugins? Vollkommen recht, ne? Klar, wenn man diese beiden Heilgeräte tatsächlich bei sich stehen hat, hardware-mäßig. Klar, ne? Die digitalen Möglichkeiten haben auch noch ein bisschen Potenzial, auch mal, wenn es kein richtiges Heilgerät ist, trotzdem noch ein bisschen Raum zu schaffen. Aber wenn man halt die Hardware zu Hause hat, dann lässt man alles andere links liegen. Punkt. Ist so. Also ja, das ist wie immer mit den Plugins. Will ich einen Sound von 480 haben, dann muss ich mir eigentlich wirklich einen 480 kaufen. Das ist genauso, will ich eine B3 haben, ja, dann stelle ich mir in den Aufnahmeraum eine B3. Ein Hemd, natürlich. Nicht die Bundesstraße 3. Nein, Hemd B3. Von der gibt es ja 1000 auch Emulationen und ich finde, da wird es auch wieder deutlich. Die klingen zwar alle so
aber die funktionieren nicht so. Genau, aber, darum geht's hier. Aber da hat der Sound of Rock uns mal was auf Drucks gebracht. Er sagt ja, dass dieses HD-Card von Real Foundry echt krass sein soll. Das heißt, das müssen wir mal ausprobieren. Das werden wir wohl mal checken. Danke für den Tipp, das werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch. So, und der letzte Kommentar für heute ist von Costa. Und zwar zu dem Testvideo zum Shelford-Channel. Mhm. Er schreibt, die Kiste ist echt saftig. Danke für die Beispiele, wo man sieht, wie du alles einstellen würdest. Der Preamp an sich ist okay, sofort wow auf E-Bass, aber der EQ und Comp in Kombination sind echt gut. Die haben nochmal den Sound sehr stark geformt und sehr brauchbar gemacht. Die Silk-Schaltung ist auch recht toll, hat Feuer auf die Akustikgitarre gebracht. Auf dem E-Bass war der Preamp an sich schon super, dann der Rest vom Strip dazu und wow. Bei den Sängern hat es mich an den 1073 und Portico 2 erinnert. An sich bin ich echt überrascht und würde das gerade selber mal mit meinen Mikros testen. Hat das Ding wirklich mehr Headroom, wie ihm manche sagen? Das war dieses Thematik, weil die das ja höher wollte ich betreiben, ne? Ja, ja, und auch, dass du halt auch mit dem Silk halt gehst ja auch in so eine Sättigung rein. Also da ist, das, was wir ja gesagt haben in dem Video, dieser Preamp kann erstmal sehr clean klingen auch, ne? Und du hast halt verschiedene Möglichkeiten, da den Sound halt auch irgendwie so zu färben. Ne? Das ist ja, was diese Kiste auch so eigentlich unglaublich macht, so unvergleichlich auch. Also man hat halt beim 1073 beim Original dann auch schon so eine Idee davon bekommen, da ging ja auch, du konntest ja auch durch den Patch-Schalter, wenn du mehr im Input dann Gain gegeben hast, bist ja auch schon in die Übertragersättigung reingegangen. Ne? Und das ist hier noch mal ein bisschen extremer beim Shelford. Ne? Und das kann man nur bestätigen und ich finde es auch super, wie er es beschreibt. Also ich finde, man könnte den Shelford kaum besser beschreiben. Ne? Ja, definitiv. Also, deswegen, das haben wir nicht vergessen zu sagen, danke Costa auf jeden Fall dir schon mal für den Kommentar. Und ich habe auch darunter geschrieben, wie wir das sehen. Und habt ihr auch angeboten, wenn du mal ein paar Audio-Files generell von anderen Testvideos oder davon haben willst, sag uns einfach Bescheid, schreib uns eine Mail auf irgendeinem Weg. Ja. Das gilt natürlich auch für alle anderen, wenn ihr noch weitere Audio-Files oder wenn ihr die Original-Audio-Files mal haben wollt zu unseren Testvideos, dann schicken wir euch die gerne zu. Und wenn ihr die Kisten mal testen wollt, dann nehmt auch mit uns Kontakt auf. Wir haben auch einen guten Draht zu verschiedenen Leuten. Und dann können wir auch euch die Kisten vermutlich zukommen lassen. Dass ihr die mal probieren, ja. Oder wir können es probieren, dass ihr die mal testen könnt. Ne? Das ist ein Aufruf an alle, die wirklich ernsthaftes Interesse daran haben. Das machen wir klar. Und bitte weiter kommentieren. Bitte weiter kommentieren, genau. Jetzt kommen wir nämlich schon zum Ende. Ja. Wenn ihr auch mal bei Kommentare kommentiert unfreiwillig drin seid, erwischt, ja. Dann kommentiert fleißig unsere Videos. Wir freuen uns jedes Mal und ich schreibe ja auch jedes Mal direkt oder nach ein paar Stunden darunter. Aber gerne nehmen wir auch so Sachen nochmal in die Videos auf und gehen nochmal darauf ein bisschen tiefer ein. Weil das kann ja auch für alle spannend sein, die das dann eventuell in den Kommentaren nicht mitbekommen. Ja. So, in diesem Sinne. Wenn ihr diese Kommentare kommentieren Folge interessant fandet, kommentiert doch unter diesem Video. Schreibt uns gerne noch weiteres Feedback zu dem, was wir gesagt haben. Geht darauf ein. Ich danke allen, die kommentiert haben und freue mich auf die nächste Folge. Kommentare kommentieren im Mai. Hoffentlich noch. Dann in einem Monat. Musste mal raus. Quarantäne. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.